So. Haben wir jetzt nur noch die Blinden hier? Ich weiß es nicht, aber. Es klingt zumindest. Stören täte es mich nicht. Oh ja, das ist. Wir stellen sie beide in der Wand. Zwitschert. Reicht das denn immer noch nicht, Jungs? Wie gut, dass wir keine Kamera haben, die aufnehmen, wie ich hier rumzicke, zucke. Freundchen, es wäre schön, wenn du deinen Kollegen nicht blocken würdest gerade. Decken. Wenn ich blocken würde, würde uns das sehr gefallen. Ich glaube, du hast nur einen. Ja, ich glaube, der andere, den hat es jetzt zerlegt. Der hat jetzt einen Schuss zu viel abgekriegt. Da ist er. Oh, wir so ein schönes Stückchen noch drehen. So von uns weg. Ja, genau so. Perfekt. Ja. Ach Gott. Natürlich, aber nicht hinguckt. Oh, ich geh mal wieder die Treppe rauf. Nein, du drehst dich bitte jetzt wieder um. So 180 Grad Kurve. Das könnte es. Ja. Ah, dreh dich nochmal, dreh dich nochmal. Deswegen geh da hoch. Das war's. Na also. So, scheinbar gibt's an den Seiten auch niemanden mehr. Nein, da, den Raum hast du jetzt ordentlich auseinandergenommen. Ist nur der. Ein Kerzenhalter. Ja. Der wirkt da von der Größe und Proportion so fehl am Platz. Ja, ein bisschen merkwürdig wirkt er schon. Haben sie, glaube ich, dann beim Remastern des Ganzen nicht mehr so ganz dran gedacht. So. Genau, Salazar hieß du ja. Salazar hieß du ja. Ich habe immer noch alles bisher überlebt. Ja. Das freut mich für Sie, Mr. Scott Kennedy. Ich weiß nicht wie, aber größtenteils habe ich bisher überlebt. Ja dann. Na dann. Wir drücken Daumen. Das ist ein relativ kleiner Raum.
Ashley. Leon! Mr. Kennedy, don't you know when it's time to throw in the towel? Cool, was ich alles habe. Ja, jetzt eine gebrochene Hüfte. Au. Das waren bisher alles nur Spielchen. Ja, jetzt schickt er die Großen. Maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. Maybe you have 9 lives. Übersetzt, vielleicht hast du 7 Leben. Ja, es ist halt das Sprichwort bei uns. Right hand comes off. Say whatever you please. Die, you worm! Jetzt habe ich meine rechte Hand hin. Ich habe meine rechte Hand auf dich gehetzt. Denn man kann deine Hand abnehmen. Hallo. Gelbes Kraut. Ich habe mir gedacht, ich bin mal hier unten. Ja, hi. Bei den Fledermäuschen. Ich bin Batman. Alles klar. Jetzt wissen wir, wo er an manche Sachen rankommt. Also, ich habe da ein paar Sachen für dich. Welcome. Mal sehen, vielleicht habe ich auch was. Ich befürchte es. Also, ich habe erstmal TMP-Munition, hatte ich lange nicht mehr. Oh, das habe ich vermisst, Fremder. Danke. Dann habe ich 2 Spinelle. Dann habe ich 2 Kristalle. Und dann habe ich einen Goldarmreif. Und das war's fürs erste Jahr. Oh, jetzt guck mal, was ich hab. What are you buying? Ich hab den Striker. Das nächste Schrotgewehr. Solange er kein besseres Sturmgewehr hat. Also, du sagst mir doch auch beim Verkaufen. Mein Schrotgewehr. 7, 1,5, 2,4, 11. What are you buying? Also Feuerkraft hat er fast gleich mit deinem, ohne Aufwertung. Kapazität ist ja schon mal höher. Ja, Ladegeschwindigkeit ist natürlich ein bisschen langsamer. Mhm. Da kann man aber garantiert was dran drehen. Aber die Feuergeschwindigkeit ist schneller. Ja. Das ist ein vollautomatisches Schrotgewehr. Das erinnert mich auch so ein bisschen an eine Tommy Gun mit dem Teil da unten. Also, in 11 Schuss komme ich wieder. Ja, ich habe gerade noch mal alles durchgeladen. Ja, aber ich finde immer deine Zeitbeschreibung immer toll. In 11 Schuss komme ich wieder. In 11 Schuss wirst du sehen, was du davon hast. Genau. Also wie gesagt, in 11 Schuss. Ich bin der Idee halt tierisch abgeneigt, ihm die Waffe so zu geben und... Rotes Kraut? Ja.
irgendwas drauf, wieder 5 Magnum aufgesammelt. Ja, ja, die habe ich gerade bekommen, als bei ihm, als er da stand. Aber noch stört sie mich nicht. Ich meine, aktuell habe ich Platz satt. Ja, ja, nachdem die... Ich könnte angeln gehen. So, seine rechte Hand, die er dir hinterher gejagt hat, wie er sagte. Aber kommt der mir entgegen oder kommt der mir... Da blinkt was im Rohr. Und das unter der Decke ist, glaube ich, eine Lampe, ne? Ja. Gut. So leichte Anspannung hier. Ist es dieses, kommt er mir entgegen oder kommt er mir hinterher? Das werden wir sehen. Wenn er mir hinterherkommt, wäre das blöd. Ich will doch irgendwann zum Händler zurück. Ah, er kommt von hinten. Also mal das Schöne. Eine Verfolgungsszene. Mhm, ich drehe mich mal um. Wo bleibt das Vieh? Kann die Tür nicht öffnen. Brauche noch einen Moment, muss ich noch auf den Kampf mit dir vorbereiten. Hey, Geld. Ja. Ich habe uns eine Kampfarena vorbereitet. Prüfen. Was? Für flüssiges Nitro. Was macht das der denn hier? LN2? N2 Liquid. Liquid N2. Ich wollte sagen, also Nitro ist nicht LN. Nein. Es ist auch flüssiger Stickstoff. Und kein flüssiges Nitro. Eben. Aber... aber da im Englischen Stickstoff Nitrogen ist, ja, haben sie es mit Nitro übersetzt. Bin ich ihm gerade tatsächlich ausgewichen? Ja. Noch ist er nicht, noch kämpft er nicht, noch versucht er dich nur zu erschrecken, anzugreifen, Kirre zu machen. Aber ich finde, dem kannst du relativ gut ausweichen. Ja, der hat einen Tell, wenn er kommt. Und du hast relativ viel Zeit für die Knöpfchen. Das zum einen. Nicht jetzt. Ich bin beschäftigt mit Türen öffnen. Du hast einen Aufzug. Da ist noch ein Erste-Hilfe-Spray auf dem Tisch. Das ist ein Aufzugschacht. Der funktioniert nicht. Bestimmt ist der Strom ausgefallen.
Du, ich bin beschäftigt. Eben, Leon sucht die Sicherung. Dürfte der Raum am Ende des Ganges sein, in dem du schon warst. Wo bist du eigentlich überall? Unter dir, über dir. Er ist überall. Er ist Salazars Rechter. Das rechte Hand ist überall. Auch nicht gut. Du, ich hab gesagt, ich bin beschäftigt. Der Aufzug hat wieder Strom. Mit. Es dauert ungefähr 4 Minuten, bis der Aufzug kommt. Und so lange muss ich jetzt hier überleben. Das Problem ist, für den Moment ist auch die Tür erstmal wieder zu. Du musst die aufmachen. Da steht da, mit dem Knopf neben der Tür. Ja, so. Ich denke mir nur gerade, ich bleibe so ungern stehen momentan. Mhm. Hoffentlich nur vorübergehend. Ja, lässt sich wohl erst später öffnen. So, jetzt fangt er an zu kämpfen. Ultimative Kraft! Yay! Und jetzt darf ich raus. Ja. Jetzt kannst du den Raum, den du hast, um mit ihm zu tanzen, ein bisschen vergrößern. Ich meine, das ist halt dieses klassische: entweder du überlebst jetzt einfach, bis der Aufzug da ist. Oder? Oder du kannst tatsächlich versuchen, ihn zu besiegen. Guck mal, er hat dich wieder umgedreht. Die kamen schnell hintereinander. In dem Moment, wo er runterkommt, dreht er auf. Gut, dann muss ich die Finger anders halten. Ist auch kein Problem. Du hättest dich jetzt nicht wegdrehen sollen, Junge. Okay. Ich bin gespannt, wie ich da rauskomme hinterher. Das habe ich gerade geschossen und ausweichen zeitgleich. Ja. Irgendwie hast du die Tasten so gut gedrückt, dass das funktioniert hat. Wie lange einem 4 Minuten vorkommen können. Ja. Hm.
kombinieren? Möchtest du ausweichen? Kann ich eigentlich grün und grün kombinieren? Ja. Müsste eigentlich. Kannst doch, würde ich auch dreifach grün. Nee, dreifach grün müsste in dem Teil nicht gehen. Okay. Aufzug! 4 Minuten? Seid ihr oben? Ich schwöre, wenn das nicht klappt, dann mache ich gleich eine Stoppuhr, damit wir ungefähr wissen. Leon, noch langsamer die Tür öffnen. Ach, der Aufzug ist da. Ah, nee, doch noch nicht. Ich dachte, das wäre er schon. Nein. Weil er schon auf grün steht. Das ist der Strom. Jetzt ist er da. Das Vieh lässt sich auch von dem überhaupt nicht beeindrucken. Nee. Oder? Nee. Komm schon, Leon, raus da. Oh, das Vieh hat die Tür kaputt gemacht. Gut, musst du sie wenigstens nicht nochmal öffnen. Komm schon, komm schon, komm schon! Oh. Ja, ich bin selbst schuld. Ich hätte mich durchaus heilen können, aber ich hatte eigentlich jetzt die Prämisse wegzulaufen und durchzukommen. Ja. Ja. Ich habe jetzt mal mit. Nein! Also, Strom an. Ja, ich jagt. Hier drin gab's Zeug, oder? Ja, hier drin gab's Zeug. Garantiert. Ja, PMP. Ja, hier stimmt, hier gab's Geld. Und wenn ich ihn besiegen will, habe ich die Möglichkeit, quasi immer die Nitroflaschen umzukippen und dran. Genau, und wenn er dann dran steht, kaputt zu schießen, um ihn einzufrieren, und während er gefroren ist, ist er verwundbar. Ich meine, immerhin gibt es nur 2 verschiedene Möglichkeiten, was sie für Quicktime-Events von mir haben wollen. Ja, da sind die wenigstens in dem Sinne sehr freundlich geblieben. Oh, da hätte ich irgendwas mitnehmen können. Da steht ein grünes Kraut in der Ecke. Ja, da muss ich gleich sowieso nochmal lang. Sind Stühle liegen da noch runter, hallo? In 4 Minuten! Fuchs hat jetzt die Stoppuhr gestartet. Ja. Ich schätze die 4 Minuten, je nach dem Zeitpunkt los, wo er unten ist, aber so als Referenz. Ach, ich muss erst noch die an der Tür gucken. Ja, einmal an der Tür. Oh nein! Ja, Rollladen öffnen. Und dann geht er los. Ich will überlegen, an was mich das Viech erinnert. Also mich erinnert es an die organische Version von einem eigentlichen Cyborg, den du bei mehreren Spielen wie Metal Gear sehen kannst. Das waren die falschen Tasten. Das macht mich nur stärker! Das macht mich nur stärker. Gut, da muss ich mich ja nicht zurückhalten. Ja. Wenn er von hinten auf mich zustürmt, kriege ich keine Ausweichen. Nein. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber
Ich glaube, der hat aber irgendeine Attacke, wo du keinen Ausweichenbefehl kriegst. Hm. Heilen! Ja, heilen ist gar nicht so einfach. Wo ist er hin? Dieses kleine, flinke Menschlein. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Zeit in dem Menü mit reingerechnet wird, ob die dann gestoppt wird. Aber ansonsten kann man sagen, haben wir so 2 Minuten 20 dann da drin rum. Kleines, munteres Menschlein, du. Autsch. Ja, ja. Ja, ja? Wackel mit diesem Hintern, du hässliches Monster, du. Autsch. Ich meine, diesen kann ich einfach nicht ausweichen. Nee, einfach nicht stehen bleiben. Weiterlaufen. So, ich glaube, wenn du halt nicht unten. Ja. Wenn du halt noch Raum nach vorne hast und die, wo du nicht ausweichen machen darfst, dann trifft er nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich immer. Ja, du solltest umdrehen. Vielleicht sollte der. Umdrehen ist ganz schlecht, Fuchs. Ich drehe um, ich bin dabei umzudrehen, ich muss halt bloß eine Schleife laufen. Ja, ist ja kein Thema. Weil der Aufzug sollte eigentlich jetzt gleich da sein. Ja, ich denke, dass wir noch eine Minute ungefähr länger dauern, weil Kai am Anfang nicht sofort zum Rolltor gegangen ist. Kommst du dahin? Ja, der teleportiert sich ein bisschen durch die Gegend. Ab in den Aufzug. Oh ja, stimmt, die gab's ja auch noch. Puh. Bleib da oben. Seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and dispose of the swine while you're at it. Consider it done. Yay, Krauser, wir brauchen noch einen neuen Bösewicht. Ja, natürlich. Hatten wir noch nicht genügend, oder? 85%! Gratulation! Grazie. Also. So. Wir haben gerade gespeichert. Ja. Ja. Das heißt, an der Stelle starten wir beim nächsten Mal. Alles klar, das klingt nach einem wunderschönen Plan, denn wir sind in Kapitel 4.2 und beim nächsten Mal wird dann Kai sehen, ob Salazar sich noch ein bisschen aufregt, ob er noch eine linke Hand hat und was zur Hölle Krauser jetzt noch von uns will. Das wird alles noch sehr spannend. Aber das Spiel ist auf jeden Fall freundlich. Es hat dir direkt ein Kraut vor die Nase gestellt. Richtig. Dass sich Kai beim nächsten Mal nehmen wird. Und bis dahin. Tschüss und Baba. Wiedersehen. Ciao. So, und jetzt wieder ab nach oben. Ja, auf wie? Nein! Nein! Also, ich damit.